Hallihallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Xenoblade Chronicles 6. In diesem Part werden wir uns auf die Suche machen nach dem einen Vernichtungsvisier. Und haben ein bisschen recherchiert. Und wir haben das damals kurz gefunden gehabt. Und das lustigerweise relativ in Massen. Abgesehen von dem einen. nämlich hier in der Nähe von dem richtig heftigen Bereich, an dem richtig heftigen Basis der Prone mit den Level 60ern. Die Frage ist halt nur, wo genau wir das wohl gefunden haben. Deshalb müssen wir uns ein bisschen auf die Suche machen. Ganz vorsichtig vor allen Dingen, weil das sind ja überall heftige Viecher. Die wollen uns alle tot sehen. Wenn wir Pech haben, dann schaffen die sogar uns tot zu sehen. Hm. Bisschen aufpassen, nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen. Wir müssen also schnell und unauffällig stealthen. Das an und für sich ist schon ein Widerspruch. Und dann schon haben wir einen, der hat uns schnell und unauffällig gesehen. Und ich hau ab. Ich flüchte. Ich renne. Ich renne immer schneller. Und trotzdem, es hilft nichts. Die verfolgen uns. Die verfolgen uns immer weiter. Oh shit. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir eins von den Dingern sammeln und gleich wieder von hier verschwinden. Dann machen wir das gleiche, was wir damals getan haben. Schleichen in der Gegend herum. Und suchen dabei relativ fix nach so einem ollen Visier. Und schon haben wir es. Sehr schön. So, dann gehen wir mal zu dem hoffentlich jetzt etwas zufriedeneren Orphan neben namens Tanzelek. Dafür sollte ich vielleicht die NLA-Sicht anwählen. Ha. Ich drück schon 50 Mal und ich weiß immer noch nicht, warum ich nichts zum Industriegebiet kann. Was soll das? So, gehen wir gerade mal zurück zu dem, geben ihm die Materialien. Und ja, wir werden mal gespannt, wie da hier solche komischen Kampfvisiere helfen können bei der beim Schutz. Aber gut, es handelt sich ja hier um irgendwelche Abwehrroboter, also für yay. Hm. Natürlich alles gefunden. Okay. Ja, dann nehmen wir doch unseren Skill mit, würde ich mal sagen. Dann begeben wir uns gerade mal hier lustigerweise zum Testhangar. Das ist das Teil. Okay. Sieht strange aus. Und dem würde ich nicht unbedingt mein Leben anvertrauen, aber okay. Dann sag mal an.
Wir haben doch schon gesagt, das sieht scheiße aus. Mach's anders. Was er machen soll, ist ja ganz okay, aber irgendwie doch ein bisschen schwächlich. Aber gut. Ja, okay. Ich würde aber doch mal lieber gern bei dem See nachschauen und mal ganz kurz gucken, ob es da wirklich so gut mit den Dingern ist. Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Das Ding ist zwar irgendwie ganz nett, aber wenn ich mein Leben da dem anvertrauen, würde ich ihn jetzt nicht wirklich. Von denen beide haben wir auch lange nichts mehr gehört. Von Rock und Elika. Selika. Opa, komm mal runter vom Skell hier. Na, wie geht's? Habt ihr euch eingelebt? Oh, die sind immer noch sehr bescheiden. Na, Rock, du kleiner Junge, du. Oh, leider nichts Neues zu besprechen. Schade. Naja, gut. Die finden schon ihren Weg. Ich glaube, Rock muss überhaupt keine Angst da haben vor irgendjemanden, ne, oder irgendetwas. Hopp, da war ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen. Hallöchen, Robert. Was können wir dir helfen? Was können wir dir Gutes tun? Okay. Macht sich sowas von Sorgen. Klar, wir helfen auch gerne, wenn es um die Familie geht. Okay. Interessant, ein Rauch, das nur bestimmte Leute sehen können. Hab ich nichts dagegen. Ja, dann gehen wir mal nach Noctilum rüber. Ich würde mal am Anfang, so ziemlich Anfangsgebiet, so würde ich mal mich dorthin porten und von dort beginnen wir unsere Suche. Hm.
So, nehmen wir direkt unseren Skell. Dann geht es ein bisschen schneller. Ah, da ist er ja. So, der erste befindet sich eigentlich ziemlich geradeaus nordwestlich von uns. Dann schauen wir mal. Ups. Ich überfahre immer die kleinen Schweinchen. Steck fest. War ein bisschen geschlittert. Zwei Strahle. Das ist nicht wirklich ein Rauch. Ich würde das eher als Strahl bezeichnen oder irgendwas. Ha! Dann ist aber eine Spur hinterlassen, meine Güte. Irgendwelche Megastrahlen, die da vom Boden hochschießen. Unglaublich. Mega krass. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal auf das Signal da drüben. Also. Vielleicht sind wir von da runter und sind dann darüber. Sind dann einem fiesen Viech begegnen und sind dann doch die woanders hin oder andersherum. Schauen. Ah, da haben wir ja doch. Alles schön. Alles okay. Uh-oh. Ha, kümmern wir uns um den Spinner. Wir haben uns ja schon mal um sowas gekümmert oder sowas ähnliches. Als wir damals der Mutter von Tatsu geholfen haben. So. Dabei, bin ich dabei. So, boom, boom, und noch einmal. So, ganz easy wird das hier. Hey, wir haben uns um den gekümmert, ganz easy. So, das soll sich oben auf dem Baum finden. Ah, das ist wieder so ein riesiger Baum, wo man nur zu Fuß hinkommt, also ohne Skell. Dann packen wir den Skell gerade mal hier. Einmal hoch, hoch die Hacken. Ah, mal hoffen, dass es denen gut geht, ne? Waren ja auch anscheinend hier in der Gegend, waren wir noch nicht. Ah, ich glaube, hier müssen wir raus. Ja, sieht gut aus. Sind wir schon richtig oder müssen wir hier raus? Oder geht es noch weiter hoch? Ah, eigentlich müssen wir noch mal runter. Ah, eben. Ah, da unten geht's.
geht's weiter. Ah, da sind die. Hey, alles klar? Ah, die einzigste, die überlebt hat, ist die Anna. Ach, schön. Tja, dann. Schee. Haben wir Leute gerettet. Wieder mal ein guter Tag für uns. Zur Abwechslung mal ein guter Tag, muss man dazu sagen. Weil wir haben ja davor immer irgendwelche Sammelmissionen gemacht. Und davor immer irgendwelche, keine Ahnung, fast halbe Stunde damit verbracht, irgendwelche Sachen zu finden. Und irgendwelche Leute zu finden. Von dem her ist es eine nette Abwechslung, würde ich mal sagen. Abwechslung finden wir ein paar Leute, retten ein paar Leute und ja, ernten dafür ein bisschen Lob und so, das ist schön. Na Anna, alles klar bei dir. Ach, Kantonon ist ein Reclaimer? Kantonon. Ha. So was. Da hat sich Blade angeschlossen. Cool. Finde ich irgendwie schön, dass die sich auch noch einbringen bei dem Blade, die Orphan. Ja, wenigstens die, die wir retten konnten, haben wir gerettet. Die restlichen sind leider verendet. Ha, schön. Das ist das Beeindruckende bei denen, ja. Hey! I'm so glad you asked. Huh. A praiseworthy effort. Ja, genau, warum baden wir nicht gleich ein Desinfektionsmittel? Jawohl. Warum nicht? Oh, wenn ich das dem Tim erzählen würde, ich glaube, dem spreizen sich so ein bisschen die Nackenhaare. So. Schön, dass wir den Leuten helfen konnten. Was geht eigentlich beim Prof ab und bei Dings, ne? Was ist denn los in der Zwischenzeit so? Stimmt, haben wir noch eine Mission für ihn gehabt? Ich
glaube ja. Bin gar nicht mehr sicher. Hm. Schau noch mal kurz in die Missionen rein. Julius. Ach, da der Weven. Fabrik 1201. Ein Götterstückchen in Sylvanum soll man noch finden. Ja, das könnten wir eigentlich mal in der nächsten Folge machen, ne? Keine Sorge, ich werde im Voraus recherchieren, dann haben wir das relativ schnell geschafft. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Xenoblade Chronicles X, helfen dann unserem alten Freund, dem Professor B, bei seiner Reise durch die Zeit und seinem Gehilfen einiges beizubringen. Wir müssen dafür ein Götterstöckchen finden. Ja, und sobald wir das geschafft haben, schauen wir mal, was sonst noch so ansteht. In diesem Part haben wir auf jeden Fall relativ viel erledigt. Bin echt zufrieden mit uns und ja, mal sehen, was wir so nächstes Mal schaffen. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao, ciao.